So, damit hallo und herzlich willkommen zurück und nicht wundern, warum meine Lebensenergie so gering ist. Das liegt daran, dass eben, als ich das Spiel geladen habe, die Anzugenergie zu Ende ging. Ich aber keine Möglichkeit hatte gerade, weil ich gerade am Telefonieren war, habe ich das zu spät gesehen, deshalb fast zu spät. Na, ob das passt soweit. Wobei es müsste schneller gehen, wenn ich mich reinsetze, ne? Tut sich nichts. Und stimmt, ja, wir haben ja, die Folgen, die ersten paar Folgen, die ihr gesehen hattet. Jetzt sind alle schon etwas älter gewesen. Die waren eigentlich noch für letzte Woche. Wo konnte ich aber nicht hochladen, weil es mich ja so platt gemacht hatte. Praktisch Folge 46 ist die erste Folge, die ich dann neu aufgenommen hatte. Und hier geistert die ganze Zeit so ein Ding rum. Der hier. Der fliegt hier die ganze Zeit rumherum. Das muss ich natürlich mal gucken. Warte mal. Hatten wir jetzt das wirklich in Auftrag gegeben? Ja, ne? Ich bin der Meinung schon. Aber er produziert es nicht. Fehlende Materialien. Das ist auch so zum Kotzen. Weil diese Tomato Seeds, die haben wir doch. Achso, nee, haben wir nicht. Da, guck mal. Okay, warte, 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 warte. So. Und jetzt? Jetzt geht das. Nehmen wir das kurz raus. Wir sehen, wir haben eins. Ist halt nur die Sache, wie lange das dann dauert, ne? Ich könnte auch Ketchup einfach herstellen. Wahnsinnig nicht interessant. Oh Mann, ey. Also hier hat er zumindest schon mal das gemacht. Das funktioniert. Super. Also wir haben hier Kräuter gezüchtet. Das erfreut mich ungemein. Ich bin wahnsinnig begeistert davon, dass wir hier Kräuter hergestellt haben. Ist ein wahrer Segen. Ja. Jetzt will ich aber mal gucken. Was denn hier draußen so los ist. Und ob meine Geschütze dann schießen, wenn er näher rankommt. Er ist echt schnell unterwegs. Also zumindest wirkt es schnell, ne? Okay, die Solarzellen. Liefern alle Strom, okay. Wir müssen noch mehr Solarzellen herstellen, endlich. Lampada. Der patrouilliert hier irgendwie, ne? Oder sucht irgendwas. Ich setze mich mal hin. So. So, zeig mal her, ich brauche Solarzellen. Ja, einfach nochmal 100 Stück. Das sollte ja passen. Aluminium haben wir ja jetzt genug. Ich hoffe bloß, das Building-Repair-System reicht bis dort hinten hin.
Der dreht hier, also in einem relativ komfortablen Abstand, seine Kreise um uns. Solange er nicht näher kommt, ist auch alles gut. Ne? Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Wir müssen irgendwann neues Eis holen. Zumal das Ding kaum noch Energie hat, müsste ich eigentlich nämlich jetzt Eis, also noch mit dem bisschen, was ich habe, hinfliegen, Eis holen und dann schon die Maschine anwerfen. Was soll ich mit dem Sensor? Da, das ist irgendwie voll seltsam. Da ist grün, oder? Achso, nee, das mit Spiel hatte ich wieder rausgenommen, ne? Ah, ist eigentlich auch egal. Warte mal, ich gucke jetzt mal ganz kurz wegen den. Die Tastatur nervt schon wieder, ist zum Kotzen. So, hier ist ja nicht angeschlossen nach wie vor. Ach, das müssten wir vielleicht auch mal machen. Warte mal. Das mache ich jetzt mal als erstes. Bitte sag mir, dass du interne Panzerung irgendwo hast. Ach, jetzt kommt. Das ist das, was ich meine, ne? Jetzt macht sie halt wieder ihre Zicken hier, die Tastatur. Ätzend. Dann. Ich würde das jetzt gerne mal miteinander verbinden hier, dass wir da die andere auch mit dran haben. Dass es vielleicht einen kleinen Ticken schneller geht. Halt, Mist. Ist doch nicht das, was ich will. Da ist es. Genau. Und dann bitte. Dann haben wir das jetzt schon mal verbunden. Das reicht mir jetzt im Moment auch erstmal. Muss ich die hier nur auf kooperativ stellen? Produziert die schon irgendwas? Nee. Nummer 5 schon irgendwas? Im Moment auch nicht. Lassen wir Nummer 5 einfach mal kurz das. Ich will mal sehen, ob es funktioniert jetzt mit dem kooperativen Modus. Ah ja, Nummer 4 übernimmt auch. Sehr schön. Okay, wunderbar, weil hier gibt es noch genug zu schweißen und dann. Dann klappt das jetzt auch mal. Hat er jetzt dann draußen wenigstens die. Wir gucken jetzt einfach raus. Komm, gucken wir einfach. Nee, also er kommt nicht bisher her. Wir haben ja noch die internen Panzerungsplatten hier bei uns. Dann nehmen wir die jetzt und legen schon mal eine Leitung nach vorne. Ich hole kurz noch mal ein bisschen interne Panzerung. Super, so eine kleine Mini-Kante, ne? Und dann schon halb tot wieder. Ja, besser ist das so. Und ich brauche noch Strahlplatten. Okay, vorsichtshalber. Schauen. Okay, warte hier lang. Gute Frage, ne? Von wo aus? Ich würde sagen, relativ zentral. Also gehen wir mal von hier. Ich mache jetzt eine Markierung für mich. Genau. So, also gehen wir von. Nehmen wir das Rohr hier. Sehr schön. Wunderbar. Ganz genau so, wie es sein soll. Natürlich, wie soll das sonst funktionieren, ne? Verdammt, ich sehe das jetzt gerade so doof, weil ich einen doofen Winkel dazu habe. Genau, so. Für zukünftige andere Anschlüsse macht es dann jetzt ein bisschen einfacher. Genau, nur ganz, ganz einfach. Simpel.
Hier wegnehmen muss ich ja zum Glück nicht, wenn ich das hier sehe. Das macht es wesentlich angenehmer. Ich weiß gar nicht, warum wir schon so viel ausgehoben hatten. Ich brauche rein eigentlich nur bis zum Tor. Das müsste reichen. Auch so eine Weiche hin. Genau so eine. Und dann kommt hier nämlich ist irgendwo noch das Bild? Nee, ist es nicht. Bild Repair. Jetzt ist schon wieder hier. Das ist nervig. Wie gesagt, diese. Oh, ich hasse diese Tastatur mittlerweile so sehr. Obwohl sie eigentlich voll cool ist, ne? So, jetzt hat man wieder so geguckt. Und das ist echt nervig. Egal, so. Nicht so wild. Und soll er das mal machen? Und dann schiebe ich das einfach nach vorne. Na, wenn wir das gleich sehen. Und dann kann der ja vorne entsprechend dann aufräumen. Er muss jetzt halt nur machen, was ich will. Mehr nicht. Das wäre alles. Dann wäre ich glücklich. Dann hätten wir alles, was wir brauchen. Nein, natürlich nicht. Das wäre viel zu einfach. Das wäre viel zu einfach, ja. Definitiv. Anschalten, genau. Flugmodus. Bereich anzeigen. Genau, so ist okay. Genau, und so. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Toll. Ob ich das gerade hasse, ne? Das Tattoo spinnt dann auch rum. Da kommt das noch mit dazu. Freude. Pure Freude. Hier raus. Gucken wir mal. Ja, schau doch einer an. Siehst du, hat doch gut funktioniert. Er repariert das hier draußen und wir haben es so hoch wie möglich gesetzt, sodass er trotzdem den Bodenplatten da unten noch mit erreicht, sodass er dann auch hier entsprechend alles auseinander nimmt, ne? Was ihn dann halt stört. Also auch von Vorteil. Sehr schön. Ja. Das wird wahrscheinlich der gewesen sein, oder? Ja. So. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, hier könnte man ja eigentlich auch entsprechend hier irgendwo zum Beispiel. Warte mal so.
ein Build-and-Repair-System mit reinsetzen. Aber wir machen das erstmal so, wie es hier jetzt ist, ne? Das passt erstmal. Das sollte passen. Kreist der immer noch hier drumrum? Nee, ne? Der ist weg. Ja. Oh, die sind jetzt auch nicht so dramatisch. Das sind eh schwere Panzerplatten, ne? Deswegen, ja. Oder? Das müssten eigentlich welche sein. Von der Form her allem. Genau, die liefern schon einen schönen Strom. Die können aber gucken, warte mal. Wir haben ja hier unsere Energiezellen. Was sagen die denn jetzt? Vollständig verbraucht in 10 Tagen. Nur das liefert momentan nicht genug, ne? Wobei, wir haben jetzt das Shale angefangen umzuwandeln. Dann bräuchte ich jetzt eine Raffinerie. Aber ich kann sagen, hier gibt es auch die Ölraffinerie. Die könnte man jetzt hier hinsetzen. Ja. Setzen wir die hier mit daneben. Dann haben wir hier die 8, genau. Toll, warum liegt das Ding denn jetzt? Ja, kurze Wege sollen es sein, wobei machen wir so, genau. Ja, ich werde jetzt garantiert nichts schweißen. Aber der Bruch, boah, heftig. Warte. So. Stahlplatten braucht er, hat er gesagt. Ja. Brauchen allgemein ein paar Stahlplatten. Bei dem, was ja alles so benötigt wird. Mit den beiden, dann geht das eigentlich, hoffe ich jetzt mal. Tja, und was machen wir dann? Warte mal. Ölraffinerie. Schiefererz zu Rohöl und dann. So ein Generator muss das doch sein oder sowas, ne? Ich weiß es halt gar nicht mehr. Mikrogasgenerator, nein. Oder wir suchen mal nach. Tja, es wäre dann, glaube ich, der hier, Benzinmotor, ne? Ja, es wäre dann der. Oh, das ist eigentlich so nicht das, was man hier machen sollte, glaube ich. Aber ja, dann werden wir noch einen. Wir haben ja schon mal diese anderen Alternativen gehabt, wo wir hier das Organic entsprechend, ne, Dieselkraftstoff herstellen konnten. Und stellen wir das im Shale das her. 915 Stahlplatten fehlen noch. Ne, nee, guck mal, jetzt sind es doch nicht mehr so viele. Ja, schweißt halt überall momentan, ne? Deine Energie, das ist momentan echt ein bisschen kritisch, aber das machen wir dann einfach. Ich würde sagen, beim nächsten Mal. Ich gehe mal kurz hier hin. Mal in die Kryokammer gehen. Vielleicht hat sich bei den Tomaten ja schon was getan. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht braucht es auch Sonne. Kann auch sein, ne? Das ist Sonne. Ja, da. Toll, jetzt haben wir wieder Tomaten. Tomaten, die ich wieder nicht benutzen kann. Used for crafting two items. Super. Und, welche Kitchen war das denn? Habe ich da mehrere von? Plant and Cook.
könnten jetzt halt hier bei den Mod-Blöcken gucken. Ja, das ist dann halt wieder der Nachteil von diesem aufgeräumten Inventar, dass man dann von den paar Mods, die hier zwar immer auftauchen, dann das jetzt nicht mit dabei hat, ne? Weil jetzt müsste man halt gucken, wo hier von dem Crop Grower das mit dabei ist. Weil dann müsste da ja dann auch entsprechend das Utensil sein, um es zu verarbeiten. Gute Frage, wo das dann hier stecken soll. Könnte ja überall sein. Ich schau mal. Irgendwo muss es ja sein. Was haben wir denn hier? Ja, das passt schon, ne? Diesen Waffen und der ganze Krams. Vielleicht doch noch irgendwo was. Ja, garantiert haben wir da was. Oder hier ist der Crop Grower. Ja, gute Frage. Ich glaube, das funktioniert halt einfach nicht. Da muss ich das mal rausnehmen. Aber ich habe doch hier diese. Was kann man da dann? Ja. Kürbisse und das. Toll. Dafür brauche ich dann aber. Ja, super. Dafür brauche ich die Dinger dann halt schon. Na egal, wir ruhen uns aus und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal.